Ja, ganz herzlichen Dank, sehr verehrte Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich auf diesem Weg einen Beitrag zu Ihrem heutigen Expertenforum leisten darf. Ja, mein Thema serielles Bauen, wie sind die Erfahrungen der Branche? Ich will vielleicht vorneweg einsteigen, solange die Folien noch nicht sichtbar sind, dass wir hier in Deutschland, ich glaube, wie Sie in Österreich momentan nach wie vor Corona hin oder her, das Problem haben, dass wir zu wenig bezahlbaren Wohnungsbau tatsächlich haben. Ich zeige also Ihnen das in der nächsten Folie, dass schon insgesamt ein Leck vorhanden ist, dass wir insgesamt schon ein Problem haben mit der Fertigstellungszahl im Bereich des Wohnens. Wir in Deutschland bräuchten im Jahr ungefähr 320.000 Wohnungen. Tatsächlich erzeugen wir nur 293.000. Das ist nicht so groß. Aber wenn Sie jetzt die hinterste Grafik sich ansehen, dass wir zum Beispiel im Bereich Sozialwohnungen eigentlich 80.000 Bedarf hätten und jährlich nur knapp 26.000 fertigstellen, dann sehen Sie natürlich, dass insbesondere im Bereich des bezahlbaren Wohnens, des Wohnens für nicht so begüterte Schichten bei Ihnen in Österreich, für das leistbare Wohnen einfach wir deutlich hinterherhinken. Woran liegt das? Auch daran, dass einfach die Kosten für das Bauen zu teuer sind. Die Grundstückskosten sind zu teuer, es gibt zu wenige Grundstücke, aber vor allem auch die Baukosten sind zu teuer. Und hier hatte die Bauministerin der letzten Legislatur die Baukostensenkungskommission und eine Wohnbauoffensive eingeleitet. Und ein Auftrag aus dieser Baukostensenkungskommission war es, an uns, an die Branche, an die Wohnungswirtschaft, an die professionelle Wohnungswirtschaft und an die Bauwirtschaft, doch das Thema serielles und modulares Bauen zu forcieren, mit dem Ziel, auch tatsächlich Kostensenkungspotenziale zu erschließen. Wir haben dann mit vielen Beteiligten, und das war uns wichtig, also mit unserem Bauministerium auf Bundesebene, mit den Architekten, mit eben mit dem Hauptverband des deutschen Baugewerbes, da sind die großen Bauunternehmungen drinne, aber auch unter wissenschaftlicher Begleitung und unter Zuhilfenahme auch eines Rechtsanwaltsbüros, das sehr stark auf europäisches Vergaberecht fokussiert ist, und unter Einbeziehung auch einiger unserer Wohnungsunternehmen versucht eben hier tatsächlich eine Rahmenvereinbarung für serielles und modulares Bauen auszuschreiben, europaweit auszuschreiben. Es ist uns dann auch gelungen. Und diese Rahmenvereinbarung ermöglicht es auch den Mitgliedsunternehmen von uns, die an europaweite Ausschreibungen gebunden sind, also kommunale und öffentliche Wohnungsunternehmen, dass sie eben direkt aus dieser Rahmenvereinbarung heraus bestellen können. Und zwar zu fixierten Preisen und vor allem 5 Jahre lang ohne, ich sag mal, nachfragebezogene Preissteigerungen, sondern nur entlang des Baupreisindex. Wir haben dazu ein fiktives Grundstück und ein Modellgebäude definiert, wie es von unseren Mitgliedsunternehmen eben auch als bedarfsgerecht gesehen wird. Es sollte mit Kellergeschoss sein, es sollte noch keinen Aufzug haben, aber eben einen Schacht aufweisen, der eine Nachrüstung mit Aufzug ermöglicht, sodass die Wohnungsunternehmen, die von Anfang an auch mit Aufzug bestellen wollen, das auch können. Es war ein bestimmter Wohnungsmix vorgesehen, wie er häufig gerne auch beauftragt wird. Aber wir haben zum Beispiel keine Vorgaben bezüglich der Materialien und Technologien gegeben. Wir haben gesagt, es muss am Ende des Tages soll eine Vielfalt hier entstehen. Wir hatten in Deutschland dann eine massive Diskussion, und die hält zum Teil auch heute noch an,
dass man sagt, dass vor allem die Architektenschaft kommuniziert, ja, hier geht es jetzt nur noch um das, um die Preise und nicht mehr um die architektonische und städtebauliche Qualität und das sei ein völlig falscher Weg. Nein, das stimmt nicht. Wir haben im Rahmen dann der Bezuschlagung der einzelnen Lösungen tatsächlich beides gleichgewichtet. Wir haben die städtebauliche, architektonische Qualität und die Innovation, und da waren vor allem auch herausragende Architekten in der Jury bewertet, genauso wie wir eben andere Themen wie Preis vor allem natürlich und auch Möglichkeiten, Variantenbreite der einzelnen Lösungen. Wir wollten ja nicht eine Lösung haben, sondern wir wollten ein Mustergebäude, das aber auch variabel ist bezüglich Geschossigkeit und bezüglich auch anderer Details. Und insoweit haben wir das gleich bewertet. Ja, und wie sieht's jetzt konkret aus? Wir haben am Ende des Tages 9 Anbietern Rahmenvereinbarungen geschlossen. Und da ist nun wirklich die volle Bandbreite enthalten. Es sind Lösungen, die reiner Betonbau sind, wie zum Beispiel von der Firma Lechner hier aus Deutschland oder von Max Bögel oder von Solidbox oder von Goldbeck. Wir haben aber auch Hybridlösungen aus Holz- und Stahlbau, wie von Alho. Wir haben aber auch reine Holzlösungen, wie AH Aktivhaus mit dem in Deutschland sehr bekannten und berühmten Architekten Herrn Sobeck. Und, das freut mich jetzt, wenn ich bei Ihnen vortragen darf, wir haben auch eine österreichische Lösung hier mit einbezogen, Lukas Lang. Und ich freue mich auch, dass Lukas Lang in Kürze hier auch in Berlin umgesetzt werden wird. Und wir haben dann eben auch einige Hybridlösungen zwischen Beton mit Ausbauholz, zum Beispiel MBN, die gemeinsam mit dem sehr anerkannten französischen Architekturbüro Patriarché-Lösungen angeboten haben. Diese Projekte, die Sie hier sehen, sind im Bau oder sind fertig und wir haben bislang immerhin, und das muss man sehen, zwischen dem Abschluss der Rahmenvereinbarung und heute sind 2 Jahre vergangen, aber es heißt, dennoch müssen natürlich Grundstücke gefunden werden, es braucht Baugenehmigungen, das ganze Verfahren muss erstmal anlaufen. Bis heute sind tatsächlich 1200 Wohnungen vertraglich gesichert beziehungsweise im Bau oder bereits fertiggestellt und weitere 1200 stehen kurz vor dem Abschluss, sodass wir heute davon ausgehen, dass aus dieser Rahmenvereinbarungen mindestens 3.000 bis 4.000 Wohnungen beauftragt werden. Das letzte Projekt, das jetzt gerade fertiggestellt worden ist oder gerade fertiggestellt wird, genau im November ist Bezug. Das ist ein Projekt im thüringischen Nordhausen und das Zitat hier vorneweg ist doch, glaube ich, recht gut und trifft den Kern auch unserer insgesamten Erfahrungen, die wir bis heute gemacht haben. Die Geschäftsführerin dieses Wohnungsunternehmens hat gesagt, es gibt noch Projekte, die Spaß machen. Ja, und dieses Bauvorhaben im modularen Seriellen hat dazu gehört. Und zwar vor allem aus 3 Punkten, die wir immer wieder im Zusammenhang mit dem Seriellen und modularen Bauen hören. Einhaltung der zugesagten Qualität, Einhaltung des zugesagten Kostenrahmens, Einhaltung der Termine und wenig Belastung der Nachbarschaft. Wenig Belastung der Nachbarschaft ist für uns auch ein ganz wesentliches Kriterium, wenn es darum geht, Nachverdichtungen durchzuführen. Und wir haben hier gerade in den großen Siedlungen der 50er und 60er Jahre erhebliches Potenzial auch für Nachverdichtungen. Vielleicht noch mal eine Folie weiter. Wo sind wir mit den Kosten gelandet? Sie sehen, dass hier eine große Bandbreite gegeben ist. Ich sage mal so, vor allem zum Zuge gekommen sind die Anbieter bis F, weil sie sich um den Medianwert herum bewegen. B
beziehungsweise unter dem Medianwert liegen. Wir haben hier in Deutschland momentan ein nach wie vor auch nach, also auch mit Corona eine ziemlich herausfordernde Situation, überhaupt an Anbieter von Baukapazitäten zu bekommen. Und wenn Sie jetzt sehen, dass seit Mai 2008 zwischenzeitlich natürlich ein Preisanstieg entsprechend des Index erfolgt ist, aber weit weniger, als es der Fall war, ich sag mal, ohne Nutzung dieser Angebote. Also es wird sehr stark angenommen. Es ist wahrscheinlich auch nicht weiter schwierig nachzuvollziehen, dass der Anbieter I, der zuletzt hier genannt ist, einfach nicht zum Zuge bisher gekommen ist, weil einfach, ich sag, er hat eine gute Lösung angeboten, aber das Preisschild war das Falsche. Und jetzt würde ich sagen, klicken wir mal ganz langsam durch. Hier zum Beispiel eine fertiggestellte Lösung von Lechner. Die nächste kommt, ist ein Holzmodulbau, AHA Aktivhaus mit eben dem Architekten Werner Sobeck. Die nächste Lösung ist Max Bögl, ist auch sehr stark in unserem Bereich unterwegs mit Max Modul, das deutliche Variationen erlaubt. Die Firma Goldbeck hat jetzt, ja, hat jetzt in den Tagen jetzt Furore gemacht, weil sie das Tesla-Werk auch im Brandenburgischen jetzt in kürzester Zeit ja, errichtet, aber auch im Bereich des Wohnungsbaus sehr gute Lösungen, die schnell und gut funktionieren. Das nächste ist auch eine Stahlskelett Hybrid-Bauweise von Alho, einem Systembauer, der eigentlich aus dem Bereich Containerbau kommt. Dann kommt als nächstes eine Lösung von Solidbox. Das ist wiederum eine Beton, Stahlbetonlösung, wird auch sehr gut jetzt angenommen. Und dann noch eine Lösung, die auch jetzt, wie gesagt, in Berlin erstellt wird, in relativ großer Stückzahl von Lukas Lang. Vielleicht als allerletzte Folie noch ein Punkt, mit dem wir uns momentan sehr intensiv beschäftigen. Also neben dem seriellen und modularen Neubau beschäftigen wir uns jetzt auch sehr, sehr intensiv mit der seriellen Sanierung nach dem Energiesprong-Konzept. Und wir haben erste Piloten jetzt bei Mitgliedsunternehmen von uns auf den Weg gebracht. Wir haben aber auch einen Volume-Deal geschlossen. Das heißt, eine Anzahl unserer Wohnungsunternehmen hat sich bereits erklärt, in den nächsten 5 Jahren 10.000 Wohnungen in diesem System seriell zu modernisieren. Also wir erwarten uns auch von diesen Lösungen sehr viel. Ja, was passiert, wenn die Rahmenvereinbarung des GdW nach 5 Jahren ausläuft? Ja, wir werden auf jeden Fall eine zweite Rahmenvereinbarung schließen. Wir lernen natürlich auch aus diesen Erfahrungen. Wir wollen in der zweiten Rahmenvereinbarung vielleicht auch das Thema Gebäudeautomation gleich mit adressieren, weil wir glauben, dass wir auch in diesem Bereich noch deutliche Potenziale haben. Und so zunächst vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Ihre Fragen. Ja, vielen Dank, Frau Esser, für diese Einblicke in die Situation der deutschen Wohnungsbranche. Mich würde jetzt mal am Anfang interessieren, dieser Vertrag, den Sie da abgeschlossen haben, 2018, da waren ja ein paar Punkte, Stichwort Erwartungshaltung. Also ist durch die serielle Fertigung tatsächlich die, wenn man so will, die Ausführung beschleunigt worden. Also ist man hier, weil Zeit ja bekanntlich Geld ist man da aufgrund der Vorfertigungen immer im Zeitplan geblieben? Hat sich das bewahrheitet? Ja, also das kann ich ganz klar sagen. Ja, also das ist auch, also von denen, die bislang Erfahrungen gemacht haben, wirklich der größte Pluspunkt. Es geht wahnsinnig schnell. Ja.
Und vor allem die tatsächlich Aufbauphase dann auf den Grundstücken ist wirklich beeindruckend schnell. Wir haben bei den ersten Projekten, die Ende 2019 ausgebaut worden sind, sogar Ende 2018 hatten wir das erste Projekt, waren wir vor Ort, wie die Module aufgebaut worden sind, und da standen Anwohner daneben und haben gesagt, sie haben das überhaupt nicht so richtig mitgekriegt, dass jetzt tatsächlich hier das Gebäude mehr oder minder in 3 Tagen steht. Natürlich dauert der Innenausbau dann noch ein paar Tage länger, aber es geht wahnsinnig schnell, dass diese großen Baumaßnahmen vor Ort erledigt sind, und das ist natürlich insbesondere im bewohnten Umfeld wunderbar. Und was wir auch festgestellt haben, die Qualität der Module ist wahnsinnig gut. Wir haben uns auch die Werke mal also im Produktionsprozess angesehen, und es ist beeindruckend, welche Qualitätssicherungsprozesse dort hinterlegt sind. Die Werkleiter kommen allesamt, ich sag mal, aus der Automotive-Industrie und haben dort natürlich auch einen reichlichen Erfahrungshintergrund mit produktionsintegrierten Qualitätssicherungsmaßnahmen. Also das ist wirklich beeindruckend. Das heißt, dass sozusagen die Qualität der vorgefertigten Bauteile, das unterstelle ich jetzt mal, besser ist, als wenn sie vor Ort gefertigt werden? Ist das, höre ich das da richtig aus? Ja, also das, was wir gesehen haben, ja. Also das, was wir bislang gesehen haben, das ist eben so, wie man sich das eben in der Lehre vorstellt, dass tatsächlich Details ausgeführt werden. Und das ist natürlich auf den Baustellen je nach Wetterlage und nach Qualifikation des eingesetzten Personals zum Teil gegeben, zum Teil nicht unbedingt gegeben. Also die Qualität der vorgefertigten Produkte ist wirklich einzigartig. Die Frage der Verlagerung der Produktion in die Werkshallen stellt aber über kurz oder lang, beamen wir uns mal 2030, und das serielle Bauen wird alltäglich. Dann ändert sich ja, Stichwort Faktor Mensch, ja die Produktionsbedingungen in den Zulieferfirmen, sage ich jetzt einmal. Muss man schon begleiten von Ihrer Seite auch. Ich kann mich erinnern, Sie haben mal im AZW einen Vortrag zu dem Thema gemacht und damals schon gemeint, darauf müsse man schon auf die Produktionsbedingungen in diesen Firmen ein Augenmerk legen. Passiert das? Ja, also wir haben momentan in Deutschland zumindest die Situation, dass wir im Baugewerbe einen massiven Fachkräftemangel haben. Und entsprechend dessen, was benötigt wird, die Bauunternehmen überhaupt keine Chance mehr haben. Also ist es umso wichtiger, dass wir gute Fachkräfte eben in vernünftige Arbeitsbedingungen bringen, und das ist ja in den Werken der Fall. Aber ich glaube auch, dass wir an der Stelle noch nicht dort sind, wo wir in, sag ich mal, 10 Jahren stehen werden. Denn wir sehen dann in den Werken schon noch relativ viel Handarbeit. Ja, gut qualitätsgesichert, aber Handarbeit. Und wir glauben, dass hier, oder wir wissen, dass hier das Thema Robotik mit Sicherheit auch in diesen Werkshallen in den nächsten Jahren massiv hochlaufen wird. Mhm. Ein Thema, das Sie damals angesprochen haben, das würde mich interessieren, weil es auch in Österreich eine ähnliche Situation gibt, Stichwort Bauordnung, Vereinheitlichung der Bauordnung. Wäre das nicht auch, gerade was die Durchsetzbarkeit von seriellen oder modularen Bauen durchzusetzen oder voranzutreiben, nicht gescheit, wenn man sozusagen über alle deutschen Bundesländer, Klammer auf, auch was die österreichischen gilt, eine einheitliche Bauordnung hätte? Ja, das wäre sehr günstig, aber das wird es nicht geben. Also ich weiß nicht, vielleicht sind Sie da weiter als wir.
Also bei uns ist es leider so, dass die Individualität unserer Länder nicht nur beim Corona-bedingten Reiserecht sehr speziell ist, sondern auch beim Baurecht. Aber sie haben sich zumindest, die Länder haben sich darauf verständigt, dass sie jetzt einen Mindestkatalog von Kriterien, die für die Sicherheit von Gebäuden erforderlich sind, den vereinheitlichen wollen. Das ist ja schon mal ein extrem, also Ansatz, den sie da gehen wollen. Da ist im Übrigen also unser Bundesland in Hamburg federführend. Die dortige Bausenatorin hat sich das wirklich auf die Fahnen geschrieben und will dieses Thema bezahlbares Wohnen und Bauen weiter voranbringen. Und wir haben es geschafft, und das ist wirklich toll, dass wir im Rahmen der letzten Novellierung der Musterbauordnung des Bundes, die ja dann auch von den Ländern angewandt werden soll, und dazu haben sich dann auch alle Länder verpflichtet, diesen Passus anzuwenden, das Thema Typengenehmigung wieder reingekriegt. Also es ist jetzt möglich, tatsächlich Typen zu genehmigen und diese genehmigten Typen dann auch in anderen Bundesländern zu bauen. Und das war bis vor einem Jahr natürlich undenkbar. Letzte Frage. Sie haben es angesprochen in Ihrem Referat, die Bedenken seitens der Architektur, das gestalterische Moment, die Bauästhetik unter serieller Produktion leiden wird und der Architekt, die Architektin zum, sage ich jetzt mal, zum Handwerker runtergestuft wird. Wie schaut es mit dem ästhetischen Bild des seriellen Bauens aus? Naja, ich sage mal so, es gibt natürlich immer individuelle Projekte in den Innenstädten, die werden nie seriell gebaut werden. Ja? Und es gibt eben den Siedlungsbau. Und wir haben hier in Berlin 4 preisgekrönte UNESCO-Weltkulturerbe-Siedlungen aus den frühen 20ern, Bauhausarchitektur. Und wenn Sie sich die ansehen, dann stellen Sie fest, dass jedes Gebäude so aussieht wie das andere Gebäude. Ja, also das, glaube ich, da ist auch nichts von Individualität zu sehen. Was natürlich wichtig ist, ist, dass hinter den Lösungen vernünftige architektonische Konzepte stehen. Und ich glaube, wenn man sich aber näher mit unserer Rahmenvereinbarung beschäftigt, stellt man fest, dass die Creme der Architektenschaft sich ja an diesen Lösungen beteiligt hat. Also die Büros wie Werner Sobeck, Koschani, Planquadrat, das ist wirklich, oder die französische Patriarchie, Hulak und Bahnhof, das sind natürlich, ich sage mal, die Namen auch in der deutschen Architektur, und also denen jetzt zu sagen, das, was sie dort designt haben, das ist schlecht, das weiß ich nicht, also ich tue mir da schwer, ja. Okay, weil ich mache eine Ausnahme, weil ich weiß, dass Sie nachher nicht die ganze Zeit dabei sein können. Deshalb gleich jetzt eine Frage, die gerade hereingekommen ist übers Chat. Herr Thomas Jackl fragt, gibt es vergleichende Zahlen der Unterschiede im Ressourceneinsatz, gemeint energetisch und materiell, zwischen der traditionellen und der seriellen Vergleich? Nein, gar nicht. Also wir haben hier ganz unterschiedliche Lösungen und auch sehr, sehr weitgehende Lösungen, was den energetischen Standard anbelangt. Ja. Also bis dahin, da haben erstmal unsere Unternehmen gesagt, das kann ja nicht klappen mit einer Infrarotheizung, aber das klappt wunderbar jetzt im Betrieb des ersten Gebäudes. Also hier sind genau die gleichen Bandbreiten da, die ich ansonsten beauftragen kann. Wir haben einerseits die normalen, ich sage mal, bei uns noch jetzt NF-Häuser, wie sie der Ordnungsstandard ist. Ich glaube, das stimmt weitestgehend mit dem österreichischen Standard überein. Aber wenn die Unternehmen, auch weil sie Förderungen in Anspruch nehmen, einen höheren energetischen Standard umsetzen wollen, dann bieten, glaube ich, also wenn, würde mich jetzt wundern, alle Lösungen auch einen energetisch höherwertigen Standard an, bis natürlich auch zum Thema Einsatz von Solarkollektoren etc.
etc., um eben auch erneuerbare Energien hier mit anrichten zu können. Ein herzliches Dankeschön nach Berlin. Danke, Frau Esser, für Ihren Vortrag. Danke.